Hallo, hier ist Laura von Musalingua. Willkommen zurück zu unserer Serie mit Tipps und Tricks zur deutschen Grammatik. Heute spreche ich über die Zeitform Perfekt. Diese Form nutzen wir für fast alle Verben, wenn wir über die Vergangenheit sprechen. Und Deutsch zu sprechen, das ist ja unser Ziel. Oder? Für viele Verben ist das Perfekt ganz einfach. Es gibt zwei Schritte. Schritt 1. Bilden Sie die Präsensform für das Verb haben. Die kennen Sie schon aus einer anderen Videolektion. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Das ist das Hilfsverb. Es ist für fast alle Personen anders. Schritt 2. Dann brauchen Sie die Partizip-2-Form für das Hauptverb. Für ein normales Verb nehmen Sie den Infinitiv minus en und hängen dann am Wortbeginn ge und am Wortende t an. Zum Beispiel für lernen, ge, lernte, gelernt. Jetzt kombinieren wir. Ich habe gelernt, du hast gelernt. Das Partizip 2 ist für alle Personen gleich. Diese Regel gilt für viele Verben. Zum Beispiel, ich habe gesagt, ich habe gespielt, ich habe gewohnt. Ganz einfach, oder? Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen. Das Partizip 2 kann zum Beispiel in en enden. Nehmen wir das Verb sehen. Man sagt nicht, ich habe gesehen, sondern ich habe gesehen. Aber keine Panik. Die erste Form ist vielleicht nicht korrekt, aber die Leute werden sie verstehen. Also, Sie kennen jetzt die Regel. Für das Perfekt brauchen Sie das Hilfsverb haben plus Partizip 2. Manche Verben brauchen aber das Hilfsverb sein. Das sind alle Verben der Bewegung und der Statusänderung. Beginnen wir mit dem Verb fahren. Die Partizip 2-Form ist gefahren. Es gibt eine Bewegung von A nach B. Also sagen wir, ich bin gefahren, du bist gefahren, er, sie, es ist gefahren, wir sind gefahren, ihr seid gefahren, sie sind gefahren. Das gilt auch für viele alltägliche Verben wie gehen oder kommen, aber auch für aufwachen oder einschlafen. Der Status ist hier wach sein und nicht wach sein. Der letzte wichtige Punkt für heute. Wie ist die Satzstruktur im Perfekt? Starten wir mit einem Beispiel. Ich habe gestern einen Film im Kino gesehen. Haben Sie gesehen? Das Partizip 2 steht am Ende. Das ist eine generelle Regel. Sie haben zwei Verbteile, dann steht der konjugierte Teil auf Position 2 und der zweite Teil am Ende. Sie werden realisieren, die beste Methode, um das Perfekt zu lernen. Also, wann nutze ich haben und sein, die Partizip 2 Formen und die Satzstruktur, ist die Praxis. Üben und wiederholen Sie viel. Schritt für Schritt nutzen Sie die Zeitform ganz natürlich. Haben Sie keine Angst vor Fehlern und Korrekturen. Bald werden Sie ganz automatisch über die Vergangenheit sprechen. Danke, dass Sie das Video angeschaut haben. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.